Präsentation heute Morgen am Samstag und wir stellen etwas ganz Besonderes vor heute hier. Sie sehen hier heute eine ganz besondere Kooperation zwischen einem Aufzüchter und einem Zuchtbetrieb. Wir haben hier Pferde des Gestütes Söllringhoff von Günther und Heidi Schubeck, die in Kooperation mit dem Hengsthof Gut Glücksei, der im Harz ansässig ist, eine ganz besondere Verbindung haben. Der Hengsthof Gut Glücksei erwirbt die auf dem Zuchtbetrieb von Heidi und Günther Schubeck geborenen Hengstfohlen, zieht sie dort auf in einem ganz besonderen Aktivbewegungsstall, wo allein Hengste im Alter vom Fohlen bis zum gekürten und leistungsgeprüften Sporthengsten zusammen aufwachsen. Wir haben hier auf dem Ring als erstes den Kremellhengst, das ist Söllrings Cuvée. Er stammt von dem Bundesliga-Hengst Casino Royal, der wird sicherlich allen Reitponyzüchtern ein Begriff sein, da seine Zeit Bundesliga gewesen ist. Dieser Hengst, vielleicht kann Dalke ihn mal in der Mitte aufstellen, ist seinerzeit beim Pferdestammbuch Krönungssieger gewesen. Hat dann auch eine sehr gute Leistungsprüfung mit Werten von über 8,0 abgelegt. Dieser Hengst zeichnet sich besonders durch seinen liebenswerten Charakter aus, den er auch weitergibt. In diesem Jahr haben wir schon sehr volle, typvolle Dachzucht von dem Hengst gesehen. So wie er dasteht im Seitenbild, formschöner geht es eigentlich nicht. Und genau dieses Exterieur haben wir auch in seinen Fohlen diesen Jahr wieder gesehen. Wir haben hier mitgebracht unter anderem einen Jährling, das ist Carsten Rock, den wird dann jeder jetzt mal in der Mitte aufstellen. Das ist ein deutsches Reitpony, ein Jährling. Und wie Sie wissen, so Jährlinge, ja, die sind jetzt im Wachstum noch nicht ausgeharrt, sind jetzt noch nicht so im Lack, aber genau das muss man auch mal erleben, wie so ein Jährling hier schon auf einer Riesenmesse sich präsentieren kann. Wo hat man mal so einen Jährling, der hier durch die Menge geht und sich so gelassen präsentiert? Er stammt ab von Almante N. Dieser Hengst wurde damals gezüchtet von Manfred Hansen vom Gestüt Nordland. Auch ein Hengst, der über eine ganz tolle Doppelveranlagung verfügt. Er ist in seiner Zeit auf dem Bundesspringionat gewesen in den Dressur- und Springereinheiten. Das ist auch was Besonderes. In der Regel hat man ja entweder eine Tendenz zum Reitpony oder zum Springpony umgehen. Aber dieser Hengst ist unter anderem hochplatziert in Dressurpferdeprüfung bis Klasse M und selber auch siegreich in Springprüfung. Dann haben wir hier auf dem Ring die Scheckstute Söllrings Comtessa Piccolina. Ich will mal behaupten, dass diese Stute die überhaupt erfolgreichste Scheckstute in der Zucht in der Bundesrepublik ist. Diese Stute hat so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Von Fohlenprämien, Zweijährigenprämien, Staatsprämien, Stute ist sie gewesen, Norddeutsche Stutenschau-Siegerin. Also ich habe diese Stute auf ganz vielen Schauen erlebt und eigentlich ist sie immer nur mit einer Schärpe nach Hause gegangen. Die Nachzucht aus dieser Stute dementsprechend von hoher Qualität. Und hier haben wir eine ganz besondere Anpaarung. Dieses Fohlen, was Sie hier bei Fuß führen, ist von dem Trakehner Hengst Helium. Helium selber beruflich auf der Kürung erleben an den Trakehnern. Ein Typ und Form, schönes Pferd mit ganz elastischen Bewegungen, hat eine überragende Leistungsprüfung gemacht mit 8,66 und von diesem Fohlen hoffen wir auch, dass er in die Fußstapfen nicht nur seiner Mutter, sondern auch seines Vaters steppt. Ich will mal behaupten, wer mal dieses Fohlen hier erwirbt, hat auch was ganz Besonderes bei sich im Stall stehen. Ja, zu dieser Kooperation selber, Daniela Wörtchen und Ingo Goldau haben
zum Ziel gesetzt, mal etwas ganz Besonderes zu machen. Sie haben eine Hengststation aufgebaut, unter anderem auch mit EU-Besamungsstation, wo nur Hengste aufgezogen werden, und zwar nicht in Boxen, sondern auf großen Weideflächen. Und das Ungewöhnliche ist hier, dass die selber im Besitz von Daniela und Ingo stehenden Sporthengste, wo unter anderem auch drei Kühlungssieger sich darunter befinden, mit den Fohlen aufwachsen, mit Einjährigen, mit Zweijährigen, mit Dreijährigen. Die Hengste sind im Sporteinsatz, im Deckeinsatz. Und ich glaube, so jeder Warmblutzüchter sagt, das kann irgendwie nicht gut gehen. Aber das ist tatsächlich so, dass das hier hervorragend funktioniert. Und mittlerweile ist es auch so, dass einige Hannoveraner Hengstaufzüchter ihre Junghengste eben genau diese Aufzucht geben. Ab und zu sind auch nochmal so ein, zwei Plätze zu vergeben. Also man kann sich an Daniela und Ingo wenden und gerne mal einen Besuch auf dieser Station machen und gucken, ob nicht vielleicht für den eigenen Nachwuchs dort noch ein Platz vorhanden ist. Heidi und Günther Schurek mit ihrem Gestüt in Wanderup sind eigentlich auch über alle Grenzen bekannt. Die Nachzucht verfolge ich jetzt, oder auch die Zucht insgesamt, fast über 20 Jahre. Und eigentlich gibt es für mich fast gar keine bessere Schreckzucht als diese Zucht von Heidi und Günther Schurek. Die Zucht selber hat ein Gestütspräfix, Söllrings, also wenn Sie selber mal auf einem Turnier dieses Söllrings-Präfix finden, wissen Sie genau, Heidi und Günther Schurek haben dieses Pferd gezüchtet. Und dieses Präfix, eben kennen Sie auch aus anderen Zuchten, ist das sogenannte Qualitätsmerkmal für den Hof von Heidi und Günther Schurek. Ja, wir bedanken uns für die Vorstellung der drei Pferde und bitten noch einmal eine Runde anzufinden in der Abteilung und dann den Ring zu überlassen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier und vielleicht kommen Sie mal zu uns an den Stand hier am Rassering vom Pferdestammbuch. Dort sind auch die Pferde ausgestellt und der Informationsstand vom Gestüt Söllringhof und Hengsthof Gut Glücksheim. Dankeschön.